Oh. Hier. Hier. Ja? Hallo Dorian. Hallo Tim und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wie ihr seht, sind wir nicht bei uns in der Halle bei BBM, sondern wir sind bei MPS und wir haben ja letztens dieses Video gemacht mit dem GT86 und dem V8-Swap da drin. Und da haben wir schon gesagt, dass wir die Firma MPS dabei begleiten, videotechnisch. Also nicht von der Fähigkeit, sondern eher von den Videos, weil können tun die das alles. Ne? Wir gucken einfach nur zu und machen uns ein bisschen die Hände schmutzig. Wir begleiten jetzt die Firma hier mit diesem V8-Umbau, wie auch in dem Video quasi erwähnt. Ne? Nur, dass es halt diesmal nicht nur ein V8 ist in dem GT86, sondern auch ein V8 Biturbo. Das Ganze mit einem LS3, also 6,2 Liter und zwei riesig große Turbolader. Ja, genau. Das ist jetzt quasi diese Videoreihe, die jetzt hier startet. Und ja, wie bei jedem großen Motorswap geht es jetzt heute erstmal um Rupfen. Das heißt, alles Technische, was jetzt da noch original ist, was wir nicht brauchen, erstmal raus. Und damit das nicht ganz so trocken ist, haben wir uns überlegt, wir mischen das mit ein paar witzigen Fakten. Und zwar so etwas wie im Gewicht. Wenn ich das Fahrzeug, ich sehe jetzt komplett Serie, so wie es hier steht, und wiegt jetzt 1225 Kilo. Merkt euch das mal. Ne? Ist ja 1225 Kilo, 200 PS hat so ein Ding. Langweilig. Ne? Aber gut, das ändern wir jetzt und fangen einfach mal an zu rupfen. Achso, ist ja vielleicht auch noch für einige wichtig. Ist auch kein topfgepflegtes Garagenfahrzeug, sondern die Jungs haben einen gefunden mit Motorschaden. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt schade, dass der da rauskommt. Achso, genau. Machen tu das nicht nur ich, sondern auch der Abi. Moin. Hallo. Hallo. Auf geht's. Genau. Der ist sowas schon gewohnt, so krank im Umbau und zu machen. Und ich schnupper da heute mal ein bisschen rein, weil das ist eigentlich ein Auto, was wir ja fast nie bei uns haben. Deswegen ist das sehr interessant. Aufi! Aufi! Das ist alles ein Luftfilter für so ein Ding. So niedlich. Süß und klein. Ich hat sich schon ein bisschen was drin gesammelt. Ein wenig. Achtung, fertig. Das tut nix. Furztrocken. Eigentlich hatten wir erwartet und wollten mal gucken, wie das Öl so aussieht nach so einem Motorschaden, aber. Ja. Ja, vielleicht ist das auch die Ursache des. Erklärt das den Motorschaden. Ich hätte einen Ölwechsel gemacht und danach hatte ich einen Motorschaden. Die brauchen wir noch, ne? Die kommen wieder dran. Okay. Dann schmeißen wir die jetzt nicht weg. Ja, dann können wir eigentlich anfangen, Umbauteile abzunehmen. Der kann raus, Kunststoff kann raus. Ja. Scheinwerfer lasst ihr drin. Scheinwerfer bleiben drin. Okay. Die stören uns nicht weiter. Dann rupfen wir bis zum geht nicht mehr. Alles klar. Was ist denn wohl das Schwierigste hierbei? Also ich meine, das ist bestimmt nur allgemein sehr schwierig. Beim Ausbau jetzt, oder? Ja, klar. Eigentlich beim Ausbau gibt es gar keine so große Herausforderung. Man muss halt alle Schrauben, die irgendwo irgendwas festmachen, musst du lösen. Gerade bei so einem Ausbau, wenn das nicht alles wieder zusammenkommt, braucht man dafür auch nicht so viel Rücksicht nehmen, weil es ist ja eh, der Motor ist nicht mehr zu gebrauchen. Die meisten Anbauteile, Luftleitungen, Unterboden, die Kühlwasserschläuche, das ist alles, das kommt ja alles anders. Und deswegen ist das hier gar nicht so schwer eigentlich. Timmy, das würde ich dir sogar zutrauen. Sollen wir mal wechseln? Okay, nein, war ein Spaß, bleib mal weiter. Möchtest du? Nein. Nee, wirklich, es ist nicht so aufwendig. Okay. Einzige Herausforderung ist, den Lack an den Kotflügeln heile zu lassen. Was macht ihr denn jetzt gerade? Jetzt fangen wir an, das Getriebe vom Motorblock zu trennen. Damit wir den Motor ein Stückchen nach vorne und raus. Eigentlich alle Leitungen und Anschlüsse sind schon weg. Ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Übersichtlich. Ja. Abi nennt das übersichtlich. Wir hängen das gleich mal in den Kran. Machen die Motorlager los. Mit dem nächsten Mal da unten. Und schauen, was passiert. So,
Wir haben schon mal den Kran geholt. Der Kran. Alles mal drangehangen, Getriebe ist los, Motorhalter sind los, alle Stecker sind los, alle Kabel sind los, alles ist los. Und jetzt geht's los. Das ist jetzt sieht man erstmal, wie viel Platz da eigentlich ist für so einen LS3. Da wird ja auch fast noch mehr reinpassen, ne? Ja. Also breit genug ist es ja. Nur halt, ich glaube, die Tiefe ist so ein bisschen. Die Tiefe ist problematisch, ne? Knackpunkt. Also quasi, wenn wir jetzt den V10 aus unserem Lambo nehmen würden, würde der hier nicht reinpassen. Ist eng, ja. Ich meine, gut, die Tore werden ja nachher hier unten sitzen. Ja, ziemlich seitlich. Und meine jetzt so abgasmäßig Ausgang, Lenkung, bleibt die drin oder? Die Lenkung bleibt. Das ist natürlich, das wir sieht werden sehr knapp aus. Vermutlich mit zwei Rohren arbeiten. Eins rechts, eins links vorbei. Tricky, tricky, aber es geht. Weil das Getriebe hat ja auch eine etwas größere Glocke, ne? Minimal. Getriebe können wir auch uns gleich mal angucken. Ja, gerne. So, der alte Motor kann natürlich jetzt zum Schlachten gucken, was damit los ist. Ja, also der wird wieder eigentlich in Stand gesetzt, also wird nicht weggeschmissen, sondern die Jungs hier kennen die Motoren, die bauen ja auch diesen, wie heißt der, FA20? FA20 bauen die ja auch um mit dem Turbo-Kit auf bis zu 500 PS aus diesem Ding. Ja, natürlich komplett Innereien anders und sowas, aber ne, es geht. Was macht denn jetzt Doritop? Ja, wenn jetzt der Motor raus ist. Schlag mich bitte nicht. Nee, ich gebe mir Mühe. Kommt jetzt das Getriebe. Da kommt ja auch ein anderes rein. Ein Tremec T irgendwas, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Erzählt euch Philipp später nochmal. Und die Kaderwelle kommt raus. Ja, und der Auspuff halt unterwegs, damit wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten haben. Und dann machen wir erstmal nochmal einen Zwischenschnitt. Dann wiegen wir das Auto einmal ohne diesen originalen Antrieb quasi. Damit wir wissen, nachher können wir ausrechnen, was der originale Antrieb wiegt und was der V8-Vito-Antrieb wiegt. Das interessiert uns nämlich auch brennend. Ja, muss man eben hier weitermachen. Okay. So, zack. Das sieht schon gut aus. Oh, da kommt noch Öl nicht. So, geht das vor. Was hast du da schönes, Dorian? Das ist das zukünftige Getriebe, was an diesen wunderschönen LS3 geschraubt wird. Ja. Weißt du jetzt genau, welches Tremec das ist? Tremec T. Weißt du auch nicht gerade aus dem Kopf, ne? Reichen wir noch nach. Ja. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie das so eingepackt ist. Oder? Und das passen der quasi die Glocke für den LS3. Genau. Von dem Getriebe auf LS3. Das LS3. Getriebe kannst du ja auch in alle möglichen Motoren reinbauen. Wichtig ist immer quasi der Spacer, also die Glocke. Ja. Das gibt's natürlich gibt es das in Amerika passend für ein LS3. Es gibt alles für ein LS3. Du kannst den LS3 überall reinswappen. Du kannst ja auch ein LS3 in einen Fiat 500 bestimmt reinswappen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Thema Motorswaps. Es ist fast zu schön, um einzubauen. Ne? Das kann man sich auch irgendwie auf so einem Ständer stellen. Glasvitrine. Genau, einfach, oh, sind da schöne Fische drin? Nö, ist mein Getriebe. Schön. Und jetzt packen wir es zum Vergleich. Können wir da hinlegen, ne? Können wir mal gucken, ja. Ist das leichter oder schwerer an? Oder? Ist schwerer. Ja. Muss ja auch ein bisschen mehr aushalten. Muss ja auch insgesamt ein bisschen kräftiger sein. Ja, du hast recht, echt, wenn wir jetzt mal die Schalthebelposition ist eigentlich an der gleichen Stelle. Das heißt, wir brauchen dann nicht, oder ihr braucht dann nicht so viel ausschneiden, sondern einfach vielleicht ein bisschen das vergrößern, das vorhandene Loch. Ne?
Getriebehalter müssen aber auch anders gemacht werden, ne? Wäre ja zu schön, wenn das gepasst hätte. Was du vielleicht sehen kannst, wenn du von der Seite guckst, ist natürlich die Bauhöhe. Mhm. Stimmt. Zur Nabe hin, dass wir hier oben wesentlich näher zum Motortunnel kommen und uns da natürlich in dem Auto ein bisschen Platz verschaffen müssen. Ja, klar. Natürlich. Also, und da fliegen die ein oder anderen Blechteile raus. Ja. Bisschen mit dem Hammer klopfen. Ja. Aber dann passt es rein. Ohne größere Probleme. Was nicht passt, wird eben passend gemacht, ne? Ja, dann wiegen wir ein zweites Mal. Wir wiegen 958 Kilogramm. 959. Wie viel war vorher nochmal? 1240. Richtig, genau. Wir hatten nämlich, ich hatte vorhin 1220 oder 25 gesagt, das war falsch, aber wir hatten schon die Batterie rausgenommen und die Jungs hatten vorher schon mal gemessen, es war 1240. Und jetzt ohne Antriebsstrang 959. Lassen wir das erstmal so dahingestellt. Und dann, wir werden sehen. Wir werden wieder wiegen, wenn der neue V8 Biturbo Antriebsstrang mit Trimac-Getriebe und den Krümmern für die Turbos und Turbos und Pipes und Ladenluftkühler und all sowas drin ist. So tun wir. Machen wir für jetzt erstmal Pause oder machen wir noch was? Ja, im Grunde machen wir erstmal Kaffeepause. Wir machen jetzt erstmal Kaffeepause. Ja. Okay, okay. Gut, gut. Bis dann. Bis gleich. So. Ja, war erfolgreich für den ersten Tag. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Und jetzt direkt im Anschluss geht es aber weiter für euch. Aber wir machen jetzt Feierabend. Ja, was kommt als nächstes? Überraschung. Überraschung? Ein paar Sekunden. Dauert nicht mehr lange. Spannung, ein paar Sekunden Spannung für euch. Hm. Gut. Bis gleich. Bis gleich.